Von Hintertupfingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber, Alexander Schindler und Frank Battermann. Ist schon wieder 0 Uhr 0 und 0 Sekunden am Samstagmorgen? Ja, kannst du schon wieder nicht schlafen, weil es viel zu heiß in deinem Schlafzimmer ist? Na dann. Oh ja, herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe. Da ja, sind guten wir Tag. Wieder. Moin, grüß Gott, servus. Egal, wo moin, du uns moin. Hörst, willkommen. Ja, ich bin heute gar nicht so ein Thema, ne, weil warst du das je? Nee, selten. Ja, selten. Das ist Vorbereitung, muss man mal sagen, ist für einen Schindler jetzt nicht so hat nicht so einen großen Stellenwert, was unsere Anmoderation angeht. Du fragst gerade nach, ob ich über die Kunst verfüge, spontan mich einzubringen, ne? Genau, so wie es ein Wim Tölke gerne gemacht hätte. Wie es ein Wim Tölke gerne gemacht hätte. Habe ich letztens über einen schönen Satz gehört von Franz Josef Strauß, nur ganz kurz zum Thema hier spontan einzubringen. Da ging es irgendwie darum, wie er dann seine Debatten immer führt und dann von Günther Gauss gefragt, ob er denn manchmal dann doch zu emotional reagieren würde, so in dieser Richtung. Mhm. Und dann Franz Josef Strauß antwortet: Sie fragen mich, ob ich über die Kunst verfüge, gelegentlich in Zorn zu geraten. Das fand ich, das habe ich mir gemerkt und gleich heute entsprechend eingebracht. Obwohl ich nicht damit darstellen möchte, dass Franz Josef Strauß dieselbe Vorbildfunktion für mich hat wie für einen Markus Söder. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, fehlen uns nicht solche Leute heute in der Politik? Also, ja, so richtige Knochenbrecher, ne? Genau, an denen man sich reiben kann. Sage mal, das kam doch wohl nicht etwas spontan bei dir jetzt. Ja, einen verbalen Erguss von Herrn Schindler, das kurz nach Mitternacht hier, egal wo ihr uns hört. Das macht aber, glaube ich, der viel zu warme Sommer, da sind die Synapsen sozusagen ein bisschen extra. Das wird das beste Opening, das wir je hatten in 54 oder 55 Ausgaben. Nee, wir sind schon bei Mitte 60 irgendwie, glaube ich. 60, so schnell. Keine Ahnung, wie oft unsere Sendung schon lief. Ja, so ist das. Genau, Knochenbrecher, sagt ihr wahrscheinlich nicht in erster Linie direkt was, denn das ist ein Phänomen des Norddeutschen Rundfunks. Im NDR. Es lief allerdings auch im Hessischen Rundfunk, habe ich mal gesehen, und auch beim WDR. Ich weiß nicht, ob du generell mit dem Begriff was anfangen konntest. Er besaß die Gabe bei Tieren, in erster Linie bei Pferden, wenn die zum Beispiel nicht mehr richtig gehen konnten oder gehinkt sind oder generell Schmerzen hinkten. Haben. Bitte was? Hinkten? Hinkten. Ah, das sagt mir der Franke, wo ich auch mal denke, komische Wortkombinationen. genau, und der hatte die Gabe besessen, die Hand aufzulegen und zu spüren, an welcher Stelle sozusagen das nicht ordentlich flutscht, um es mal so zu nennen. Und hat dann wirklich an den Beinen gezogen oder das zurechtgerückt und da hat man wirklich das sehr laut knacken hören, deswegen Knochenbrecher. Und danach ging es den Tieren wieder gut. Und damit hat er seinen Lebensunterhalt bestritten und hat einen großen Hof gehabt, beziehungsweise den Hof führt jetzt aktuell auch seine Witwe weiter. Das ist die Carmen. Und hat damit im NDR-Fernsehen über Jahre hinweg so eine Art Kultstatus aufgebaut. Also ähnlich so ein bisschen wie der Bingo-Bär Michael Türner, ja, der ja auch an sich im norddeutschen Raum sehr bekannt ist, aber Tammo Hanken auch. Kann man schon fast sagen, ein norddeutsches Idol. Und ich wollte, weil ich diese Sendung auch früher immer gerne gesehen habe, gerne doch mal anklingeln bei der Witwe, bei der Carmen, wie es mit dem Hof aktuell ist. Gibt es den noch? Wird da noch therapeutisch gearbeitet? Das alles wird sie mir erzählen und da freue ich mich sehr drauf, dass sie gesagt hat, in der Fernsehschatzruhe, da bin ich dabei. Und das hören wir uns an, das Interview. Und los geht's jetzt gleich nach der Zusammenfassung mit dem wunderbaren Alex Schindler. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail@fernsehschatztruhe.de. Tamme Hanken war ein deutscher Knochenbrecher, Dokusoap-Darsteller und Buchautor. Hanken lernte Landwirtschaft
um den elterlichen Bauernhof zu übernehmen. Später übte er diesen Beruf nicht mehr aus, sondern war vor allem für die Pferde und Hunde in der Art eines traditionellen ostfriesischen Knochenbrechers tätig. Hierdurch erlangte er überregionale Bekanntheit. Anfangs behandelte Hanken auch Menschen, diese Behandlung gab er jedoch später auf, da er nicht über die erforderliche Zulassung als Heilpraktiker verfügte. In Filsum betrieb er mit seiner im Rheinland geborenen Ehefrau Carmen Hanken einen Pferdehof, auf dem die Tiere behandelt werden konnten. Über Hanken wurden mehrere Fernsehsendungen und Sendebeiträge produziert, darunter die knapp 80-teilige Doku-Soap Der XXL Ostfriese für den NDR. Im Jahr 2015 war er auf Kabel 1 in der mehrteiligen Reportage Ostfriesische Heilkunst zu sehen. Tamme Hanken starb am 10. Oktober 2016 im Alter von 56 Jahren an einem plötzlichen Herztod. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof von Filsum in der Samtgemeinde Jümme, Landkreis Leer. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe seine Ehefrau Carmen Hanken. Moin Frank, ich grüße dich auch. Moin. Vielen Dank für die Einladung. Endlich kann ich mal wieder Moin sagen. Ich bin ja auch Ostfriese gebürtig, Emderjung. Ja. Ne? Ah, okay. Genau, aber mich hat es dann 2014 nach Bayern gezogen. Aber Bayern noch. Genau, ist mal wieder schön, mal ein bisschen einen heimischen Schnack zu hören, wie man so schön sagt. Ja, mehr oder weniger. Ich komme ja nun vom Niederrhein und Von daher schnack ich dann halt nicht Ostfriesenplatt. Ne? Das bleibt. Okay, wie lange bist du denn in Ostfriesland schon insgesamt? Na, mittlerweile lebe ich 18 Jahre hier und vor 20 Jahren habe ich Tamme kennengelernt. Okay. Aber da ich mal in Niederlanden gewohnt habe, mische ich dieses Ostfriesenplatt mit Niederländisch. Und ich denke mal, das finden die Ostfriesen dann auch blöd. Also bleibe ich bei meinem Hochdeutsch. Genau, aber hat man dich sozusagen nach all der Zeit integriert in Ostfriesland? Fühlst du dich wirklich als einer von ihnen? Jein, ich lebe hier auf dem Hankenhof wie auf einer Insel. Ich habe ganz tolle Nachbarn und Freunde hier, aber allgemein sind die Friesen schon so ein Völkchen für sich. Ja, das ne? ist man wird wohl aufgenommen, klar, aber in die Mitte reingelassen ist ein bisschen schwieriger, wobei ich natürlich auch nicht so ein Typ bin, der die Menge an Menschen immer sucht. Ich bin da ein bisschen anders als Tamme. Tamme liebte das ja, die vielen Menschen um sich zu. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der sowohl mit Menschen, aber auch eben gut alleine agieren kann. Okay, wobei man ja durchaus sagt, dass der Rheinländer an sich ja durchaus offen ist, neuem gegenüber, ne? Neuen Menschen. Ja, bin auch offen, aber ich bin zum Beispiel jetzt nicht so eine rheinische Frohnatur, dass ich jetzt zum Beispiel mit Karneval oder sowas zu tun hätte. Ne? Okay. Also ich war so in den Anfängen meines Lebens eher ein mega schüchterner Mensch. Gut, da ist jetzt nicht mehr viel von da, man lebt und man hat Lebensphasen, so wie 14 Jahre mit Tamme oder 14,5 Jahre mit Tamme, dann wird man nichts mit schüchtern sein. Aber gut, das hatte ich vorher schon ziemlich bearbeitet. Nur da ist natürlich dann auch viel mit Publikum und Öffentlichkeit, also von daher lernt man dann auch für seine eigene Persönlichkeit nochmal dazu. Das stimmt. Wie muss ich mir das Kennenlernen von dir und Tamme vorstellen? Wie begann das alles mit euch? Na, eigentlich so wie bei den meisten Leuten, die hier auch hinkommen. Und zwar hatte ich ein Pferd, dem ich was Gutes tun wollte. Der wurde mal osteopathisch behandelt und danach hatte der einen Beckenschiefstand, den keiner mehr wieder gerade machen konnte. Und die Therapeutin, die das gemacht hat, die war leider nicht mehr erreichbar. Mhm. Also ich habe dann insgesamt circa 2 Jahre jemanden gesucht, der mein Pferd wieder fit macht. Und meine Mutter hat Tamme dann in der Johannes B. Kerner Show gesehen, im Fernsehen. Okay. Und hat gesagt, das, was der erklärt, könnte deinem Pferd vielleicht helfen. Und gesagt, getan, ich habe also mir das rausgesucht, wie man so schön sagt. Ich habe Tamme dann auch gegoogelt. Mhm. habe dann einen Termin gemacht, hatte ihn auch am Draht. Und das Pferd kam her und er hat ihn einmal behandelt. Danach konnte ich mein Pferd wieder am Montag drauf bearbeiten. Also man merkte direkt, dass da wieder eine andere Richtung drin ist und dass das Pferd wieder in Richtung zu arbeiten war, weil der war erfolgreich auf Turnieren. Mhm. Aber ich hatte Tamme zu tief in die Augen geguckt. Also musste mein Pferd, weil ich ja doch so, ich bin nicht so der Anmachertyp, und deswegen musste mein Pferd als Alibi dann mal wieder mit auf den Hänger, so nach dem Motto, nee, der muss, glaube ich, nochmal nachgearbeitet werden, so nach circa 3 Wochen. Und Schwiegervater, also sprich Opa, haben wir ja immer nur gesagt, der hat dann ziemlich schnell gesehen, dass es gar nicht ums Pferd ging, weil Tamme sagte, was will die Rheinländerin denn jetzt schon wieder her? Das Pferd hat doch gar nichts. Ja, sagt Opa, du bist blind, es geht gar nicht ums Pferd. Ne? Ja. Also, ja, und so haben wir sich dann lange unterhalten und so bin ich dann hier gelandet. Ich sag mal 1,5 Jahre am Wochenende hergefahren und dann haben wir beide gesagt, okay, wir sind füreinander bestimmt, ich breche meine Zelte am Niederrhein ab und komme dann halt nach Ostfriesland. Okay, das heißt, was andere so gerne machen, um sich irgendwie einen Hund zu besorgen, Gassi zu gehen, um Kontakte zu knüpfen, war das Pferd sozusagen eure Verknüpfung. Ja, das Pferd war die Kontaktperson, genau. Der hat uns verkuppelt, wenn man so will, genau, richtig.
Wie schnell war denn klar? Ich meine, die Entfernung war ja durchaus groß. Habt ihr erst eine Wochenendbeziehung geführt oder habt ihr relativ schnell gesagt, ah, ob die Entfernung hin, das wird nichts, ich ziehe nach Ostfriesland? Nee, sag ich ja. Ich bin anderthalb Jahre am Wochenende gefahren und danach habe ich dann 2004 meine Zelte am Niederrhein abgebrochen, meine Arbeit dann abgebrochen und bin dann hergezogen. Mhm. War relativ schnell klar, was deine Aufgaben auf dem Hof sein werden? Ja, schon. Ich sag mal, ich bin ja jetzt nicht nach oben gekommen und hatte mit Pferden gar nichts zu tun. Das mache ich seit meiner Kindheit und habe Jahrzehnte nebenberuflich schon mit den Pferden gearbeitet und vieles gemacht. Und als ich dann bei Tamme war, habe ich mich dann wohl 2005 selbstständig gemacht, weil einen normalen Job auszuüben und dann hier noch was aufbauen, das war dann schon ein bisschen schwierig, weil hier gab es immer viel Tiere und viel Arbeit rund um die Pferde natürlich. Tamme war ja leidenschaftlicher Züchter und so habe ich dann entsprechend meine Arbeit direkt dann komplett hier mit einer Selbstständigkeit dann komplett eingestellt. Ne? Hm. Also ging es in erster Linie ums Training erst und nachher dann aber auch weiter um Behandlungen. Ne? Das kam dann auch mit dazu. Ich hatte vorher schon einiges da. Ich mache also praktisch seit 47 Jahren mache ich Fortbildung, Ausbildung rund um Bewegungsmechanik. Das hat mich mit 15 schon fasziniert und das fasziniert mich nach wie vor. Mache also nach wie vor auch Fortbildung. Und so führe ich praktisch das weiter, was in unserem Sinne ist, Thomas in meinem Sinne ist, nämlich, dass es den Tieren gut geht, sowohl dann eben behandlungsmäßig Pferd und Hund als auch trainingsmäßig. Ja. Es ist nachzulesen, dass Tamer seine Fähigkeiten vom Opa erlernt hat. Hat er dir mal erzählt, wie das eigentlich alles so angefangen hat, dass er gemerkt hat, oh, der Opa, der kann was Besonderes, da interessiere ich mich auch für? Na, ich denke, also ich meine, das war ja nur weit vor meiner Zeit. Ja, natürlich. Aber das war eher umgekehrt. Dass, also es gab in der Familie von Tamme weit zurück schon immer einen Knochenbrecher. Okay. Und der Opa, allerdings mütterlicherseits, nicht väterlicherseits, also nicht von der Hankenseite, sondern von der mütterlichen Seite, war ein Knochenbrecher. Und der hat wiederum bei Tamme festgestellt, dass er ein Knochenbrecher ist, also dass der auch diese Fähigkeiten zu haben scheint. Und der hat ihn wohl an die Hand genommen und hat mit ihm dann jahrelang dann entsprechend auch ja, ihn darauf hingearbeitet, sage ich jetzt mal, dass er seine eigenen Fähigkeiten für sich selber auch weiter entdecken konnte. Für alle, die ja zuhören und sagen, ich kann mit dem Begriff Knochenbrecher eigentlich gar nicht so richtig was anfangen, kannst du uns kurz erklären, was bedeutet das genau, ein Knochenbrecher zu sein? Ja, ein Knochenbrecher sind, früher nannte man diese Menschen Heiler. Das sind Menschen, die in die Wiege gelegt bekommen haben, sehr viel Sensibilität, in dem Fall bei Tamme zum Beispiel, sehr viel Sensibilität in seinen Fingern, dass er also praktisch Nervenbahnen fühlen konnte, so dass er den Tieren also auch gezielter noch helfen konnte, als wenn ich das mache. Ich habe also meine, sag ich jetzt mal, mein Programm, was ich durcharbeite im ganzen Körper. Aber Tamme konnte natürlich viel gezielter arbeiten, weil er die Fähigkeit hatte, Nerven fühlen zu können. Aber er hat eben auch viele andere Dinge. Also allgemein sagt man, ein Knochenbrecher hat meistens eine einseitige Geschichte, um die er sich kümmert, sei es um Kräuter, sei es um Menschen, sei es um Tiere. Aber Tamme konnte halt alles. Also Tamme hat Menschen behandelt, er hat Tiere behandelt, der hat sich in der Kräuterkunde extrem gut ausgekannt, Zusammenhänge und so weiter. Also der konnte alles, er konnte Wasseradern aufspüren, hat also so auch vielen Menschen und Tieren helfen können, die auf Wasseradern gelegen haben und. Ne? Also der hat wirklich das komplette Programm drauf gehabt. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, er hat ja auch Menschen behandelt, gab dann aber immer, glaube ich, ein bisschen Probleme, weil die passende Zulassung als Heilpraktiker fehlte, oder? Ja, ist richtig. Aber im Grunde genommen konnte man nach Kaisers Recht konnte man Tamme nichts anhaben. Ne? Er ist eben, sag ich mal, als Heiler wurde diese Gattung Knochenbrecher eben anerkannt. Und so hat man das geduldet, sag ich mal so. Ne? Nicht gern gesehen, aber halt geduldet. Und wie sagt man so schön, oder wie hat Tamme vor allem auch gesagt, sagen andere auch, wer halt hat Recht. Und ich sag mal, wenn Menschen, ich habe es in den Jahren ja nun mehr als einmal erlebt, jeden Tag eigentlich, sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen. Ich sag mal, wenn man Leute, die jahrelang im Rollstuhl sitzen, mit einer Behandlung und anschließenden Tipps, wie sie sich praktisch beim Arzt nochmal vorstellen sollen und dann eben mit Reha-Maßnahmen, die Leute wieder zum Laufen gebracht wurden. Also in einem Jahr waren es 6 Leute, die aus dem Rollstuhl wieder rausgekommen sind. Wow. Dann ist das ja nun nichts Falsches, was er da gemacht hat. Ne? Das stimmt. Er war ja auch viel unterwegs im Jahr, im In- und Ausland, ne, um Tiere zu besuchen und Menschen, die ihn gerufen haben und um Hilfe gebeten haben. Hast du ihn auf Reisen auch begleitet oder war denn dein Job, auf dem Hof zu bleiben und Tamme sozusagen ziehen zu lassen? Na, ich bin in erster Linie, er ist ja vor der ganzen, du meinst vielleicht jetzt ja auch die Fernsehzeit ein bisschen, aber er ist vor der Fernsehzeit ja auch
sag ich mal, montags bis freitags schon in erster Linie unterwegs gewesen. Und am Wochenende gab es dann den sogenannten Kummertag. Deswegen nenne ich den Samstag bei mir auch weiterhin den Kummertag, obwohl ich von montags bis samstags hier arbeite. Und da hat er dann eben die Tiere behandelt, ne? Auswärts dann nur Tiere und die Menschen, die kamen dann eben auch zum Hof. Ich bin dann zwischendurch mal mitgefahren, aber natürlich nicht ständig, weil A, waren hier die vielen Tiere, klar hatten wir auch Angestellte. Aber ich wollte hier natürlich dann auch meine Arbeit aufbauen. Und wenn ich Pferde trainieren will, kann ich nicht auf Reisen gehen. Also beides zusammen passt ja nicht. Das kann man mal machen, habe ich ja auch. Aber in erster Linie war ich dann auf dem Hof und habe hier die Arbeiten dann entsprechend gemacht. Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, das Fernsehen hat euch begleitet, hat Tamme begleitet. Erst war es ganz, ganz lange Zeit der Norddeutsche Rundfunk mit dem XXL-Ostfriesen. War das für dich schwierig, auch von heute auf morgen so eine Art öffentliche Person zu sein und dich auch mitbegleiten zu lassen, ein Stück weit? Ja, am Anfang schon. Ne? Ich sag mal, das ist ja doch ein ganz anderes Leben und ein ganz anderes Tun. Ich meine, Tamme hatte da ja logischerweise überhaupt keine Berührungspunkte. Also jetzt, dass der da, ne? Also ich meine jetzt, dass er sich daran gewöhnen musste. Er liebte diese Öffentlichkeit und er liebte das Ostfriese sein. Er liebte seine Arbeit. Und er war eben auch, sag mal, rhetorisch als Talker war er auch richtig gut. Mhm. Und von daher passte das natürlich super, vor allem auch zum XXL-Ostfriesen, weil es ja nun regional auch viel gedreht wurde. Und später kam ja dann Tamme Hanken, der Knochenbrecher und Tour dazu bei Kabel 1. Ja. Und das war dann eher international. Ne? Ich habe am Anfang natürlich schon so ein bisschen Schwellenangst gehabt und musste da erst so wieder meinen inneren Schweinehund, wie man so sagt, überwinden. Mhm. Aber nach und nach war das natürlich dann auch, man lernt halt damit umzugehen. Ne? Und es war dann eben auch, ob die Kamera da war oder nicht, oder jetzt heutzutage auch ab und zu mal da ist bei eher mal kleineren regionalen Geschichten, das macht mir jetzt heutzutage natürlich nichts mehr aus. Ne? Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn jemand am Ende ja auch überregional bekannt war, standen auch Menschen vor der Tür unangemeldet, wo ihr auch sagen muss, Leute, ihr müsst euch zumindest mal anmelden oder ihr könnt nicht einfach mal so vorbeikommen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Na, das war dann eher anders bei Tamme. Bei mir ist es so, ich mache nur Einzeltermine mit meinen Leuten, weil ich gerne für Tier und Mensch, also die Menschen, die da zu den Tieren gehören, Zeit haben möchte. Tamme liebte das aber, wenn viele Menschen um ihn waren. Das heißt also, hier gab es keine Anmeldung. Er wollte das einfach, dass die Leute so kommen. Der konnte kommen, wer wollte, zwischen, sage ich jetzt mal, 10 und 16 Uhr. Mhm. Aber das waren natürlich dann nachher so viele, es war schon vor der ganzen Fernsehgeschichte viele und da mit der Fernsehgeschichte natürlich nochmal viel mehr. Da kamen dann noch eben die Leute dazu, die das einfach nur zugucken wollen, also mal sich das anschauen wollten. Ich sag mal, die Hundeleute und Pferdeleute ja weniger, die kamen samstags morgens ja als erstes dran. Aber die Hundeleute, die haben da schon teilweise ordentlich Stunden warten müssen und verharren müssen. Aber auf Tamme hat man natürlich gerne gewartet, weil er war besonders und hatte eben mit seinen besonderen Fähigkeiten eben vielen, vielen Tieren helfen können. Also auf den Hof kommen nach wie vor sehr viele austherapierte Tiere. Und ich bin natürlich froh, dass ich mit meinem ganzen Know-how, was ich vor Tamme schon und mit Tamme und nach Tamme weiterhin auch mit weiteren Fortbildungen und so weiter, dass ich da eben auch gut helfen kann. Ne? Mhm. Aber Tamme war schon besonders. Der hat halt, diese besonderen Fähigkeiten haben sich natürlich dann schon anders geoutet auch. Ne? Mhm. Dann springen wir mal ins Jahr 2016. War denn eigentlich in den Wochen, in den Monaten davor irgendwie absehbar, dass gesundheitlich irgendwas nicht stimmen könnte? War er einer, der, ich kenne das ja selber, wie gesagt, bin ja selber aus Friese, meine Eltern auch immer, möglichst erst dann zum Arzt, wenn es zu spät ist, sag ich mal. Da muss man ja sonst nicht. Wie war er da so? Hat er auf sich geachtet oder hast du auch manchmal das Gefühl gehabt, das interessiert ihn nicht so wirklich, wie es ihm heute gerade mal so geht? Nö, Tamme war schon so ein Typ, sage ich jetzt mal, dem waren die Tiere wichtig. Also die hat er ständig im Fokus gehabt. Und ich sag mal, wenn man viel arbeitet und sich wenig Zeit für sich selber gönnt, wir haben also wenig Freizeit gehabt. Ich meine, ich lebe schon seit meinem Jugendalter so, weil meine Eltern waren auch sehr fleißig. Die Tage begannen morgens zwischen 4 und 5 Uhr im Büro. Das habe ich als Schulkind schon mitgekriegt und habe also auch oft meine Schulsachen schon um 5 Uhr morgens auf dem Schoß gehabt, um daran zu arbeiten. Ich kenne das also auch so. Ich habe also über 30 Jahre auch nur 3 Stunden die Nacht geschlafen, weil einfach nicht mehr Zeit da war. Und Tamme war eben auch so, ne? Der hat dann, wenn er zum Beispiel fürs Film auf Reisen war, hat er sich nicht geschont, Jetlags wurden nicht abgearbeitet und die Tiere warten auf mich. Also der hat dann eben sich für sich selber halt auch wenig Zeit genommen. Und ich denke mal, so ist leider das, was am 10.10.16 passiert ist, dass er dann irgendwann so umgefallen ist. Das war ja ein Herzschlag. Also er war ja gut drauf, er war mit Freunden unterwegs, er wollte abends nach Hause fahren.
und ist ja dann einfach umgefallen und ja, war leider nicht mehr zu helfen. Mhm. Ich denke mal, das war eben eine Verstrickung von solchen Geschichten, dass man einfach viel arbeitet, wenig Freizeit hat und ständig Gas gibt, ne? Und das war auch für dich überhaupt nicht absehbar, oder? Nein, ja, überhaupt nicht. Wir hatten am Tag vorher noch getextet. Er war bei Freunden, die mit Pferden auch zu tun haben, die mit Kaltblüter in Süddeutschland zu tun haben. Er war glücklich und wir haben noch geschrieben per WhatsApp und er wollte abends nach Hause fahren, sagte, ich habe keine Lust auf die ganzen Staus über Tag. Ich fahre abends in Ruhe. Ja, und die sind halt in dem Moment, waren die Freunde ja nun auch in eine Gaststätte eingekehrt, wollten da in Ruhe was essen. Na, und da noch eine Weile bleiben und danach wollte er, wie gesagt, nach Hause fahren. Und ja, da ist es ja dann leider passiert. Ne? Wie lange hast du gebraucht, um mit dir selber oder dir selber klar zu werden, inwieweit du diesen Hof weiterführen kannst? War für dich auch der Moment da, wo du gesagt hast, ich kann das auch nicht, ich beende das hier? Nee, diese Option gab es gar nicht. Ich habe wohl, ich meine, wenn man so eine Nachricht kriegt, fühlt man sich natürlich erstmal, als wenn irgendwo ein Boden aufgeht und man in einer riesen Loch fällt. Ne? Gott sei Dank hatte ich Freunde hier, die dann entsprechend auch sich Urlaub genommen haben und mal ein paar Tage bei mir geblieben sind. Das fand ich total klasse, um mich da einfach aufzufangen, dass ich also nicht ganz alleine mit dieser Situation vom Schädel her geblieben bin. Aber ich habe von Anfang an gesagt, also ich liebe das hier, wie ich lebe und so wollte ich als Kind schon leben und wohnen, wie ich hier jetzt agiere und lebe und habe nach einer Woche hier vorne die Tür aufgemacht und habe eben meine Natur und mein Umfeld gesehen und habe gesagt, nee, hier willst du nicht weggehen, Ärmel hoch und los geht's. Dazu kommt allerdings, dass wir natürlich in den Jahren 2010 bis 12 den Hof saniert haben. Mhm. Wenn der in dem ursprünglichen alten Zustand gewesen wäre, hätte ich es vermutlich nicht gemacht, weil das hätte ich finanziell nicht schaffen können. So habe ich halt einen Hof. Gut, man muss noch einiges abtragen, was man hier wirklich reingesteckt hat. Aber gut, das ist dann die eine Variante. Anders wäre es dann gewesen, was vielleicht abzutragen und eben auch zu reparieren und so weiter. Und das wäre nicht gegangen, ne? Weil ich in erster Linie auf mich selbst gestellt bin hier. Ich mache alles alleine. Ich musste den Hof ja, sage ich jetzt mal, entsprechend wirtschaftlich so verändern, dass das eben mit meinen finanziellen Möglichen auch klappt. Mhm. Langfristig logischerweise, ne? Ich wollte jetzt nicht sagen, gut, ich versuche das jetzt mal, nee. Ich bin ein Steinbock, ein echter Steinbock und habe dann meine Ziele und die ziehe ich dann auch durch. Und das habe ich auch gemacht. Das waren natürlich die ersten 2 Jahre circa echte saure Gurkenzeit, erstmal alles abzuarbeiten. Mhm. Weil Tama hat, wie gesagt, Tiere geliebt. Er hat viel gezüchtet. Ich sag mal, hier waren alleine 50 Pferde, die auf dem Hof waren, als er gestorben ist. Und das sind natürlich Dinge, das hätte ich in der Form nicht halten können, aber das sind auch Dinge, die ich so in der Form gar nicht hätte weiterführen wollen. Mhm. Ich kann 50 Pferden nicht gerecht werden hier auf dem Hof, wenn ich den ganzen Tag arbeiten muss, um Geld zu verdienen, damit ich den Hof halten kann. Ne? Ja. So, das muss man eben auch gut abwägen dann. Und von daher habe ich das natürlich so strukturiert, dass es eben auch in meinen Möglichkeiten ist, diesen Hof jetzt langfristig auch zu halten, dann. Das ist die Option, ne? Was würdest du sagen, wie sieht heute so ein Tag auf dem Hof bei dir auf, so ein Tagesablauf? Wie muss ich mir den vorstellen? Na, ich sag mal, einerseits gibt es natürlich auf dem Hof Tiere, die in erster Linie dann morgens mal versorgt werden und betreut werden oder auch schon trainiert werden, je nachdem, wie der Tagesablauf ist, was an Terminen über Tag stattfindet. Ich habe hier viele Termine, sage ich jetzt mal, Hundebehandlung, Pferdebehandlung, aber wir haben ja auch den Fitnessbereich. Ich nenne den nicht Reha-Bereich, ich nenne ihn in erster Linie Fitnessbereich, weil nicht nur Reha-Pferde herkommen können, sondern auch einfach Tiere, die anders trainiert werden sollen. Wir haben hier seit 22 Jahren einen Aquatrainer für Pferde, die Pferdesauna, Solarien und Rüttelplatte, also wo man tatsächlich auch Pferde anderweitig fit machen kann oder Pferde, die in Urlaub gegeben werden, sage ich jetzt mal, dass die Leute weg wollen, aber dass die Pferde weiter trainiert werden, das kann man natürlich hier alles bei mir entsprechend machen. Und so zieht sich der Tag dann mit Einzelterminen dann bis abends meistens durch. Ja, und meine eigenen Dinge, das Büro ist dann auch noch da. Wir haben einen Online-Shop, da gibt's Gott sei Dank Hilfe, weil alles alleine kann man tatsächlich ja nicht. Mhm. Und die Wohnung von Schwiegervater ist eine Ferienwohnung, da gibt's auch Hilfe. Also von daher ist hier so ein Rundumschlag, ist also täglich eigentlich immer normal, ne? Dass man also von morgens früh bis abends spät in Bewegung ist. Ja. Und wenig irgendwo sitzt, ne? Aber das ist auch okay. Ich bin arbeiten gewöhnt. Meine Eltern waren genauso Arbeitswölfe wie ich bin oder beziehungsweise ich wie meine Eltern, logischerweise. Ich bin ja ein Abkömmling davon. Und ich arbeite gerne und ich mache ja nun Arbeit, die mich erfüllt, die mich erfreut. Und Tiere sind extrem dankbar und zeigen sehr, sehr viel, dass man denen geholfen hat. Und das sind einfach, man ist
tief zufrieden, man ist glücklich. Und ich arbeite viel auf Empfehlung. Das musste ich mir natürlich auch erst erarbeiten, weil ich aus Tammes Schatten raus musste. Denn im Fernsehen hat man nur Tamme als Therapeut gesehen. Ne? Ich habe in erster Linie bin ich dann mal als Trainer gesehen worden, aber nicht als Therapeut. Und von daher musste ich mir das schon auch ein bisschen erarbeiten. So ist das nicht. Und mittlerweile bin ich da aber gut zufrieden und das klappt alles. Merkst du auch jetzt jährt sich der Todestag in diesem Jahr zum 6. Mal, dass es aber auch noch lange nicht so ist, dass Tamme in Vergessenheit gerät? Bekommst du Reaktionen? Meldet man sich bei dir? Oder wie merkst du das, dass er immer noch in den Herzen weiterlebt? Na, ich sag mal, in meinem Herzen und Kopf ist er ja eh eingebrannt. Natürlich. Da geht er ja gar nicht raus. Das soll auch gar nicht. Und ich find's toll, weil wir haben jetzt natürlich wieder Sommerzeit. Und gerade so zu Ferienzeiten kommen extrem viele Leute. Also heute waren alleine schon wieder ganz viele Leute auf dem Hof. Manche fragen an, manche sagen, Mensch, wir waren hier in der Nähe und haben gesagt, Mensch, das ist ja gar nicht so weit weg von unserem Urlaubsort. Die kommen also auch von der Küste hierher gefahren. Da kann man tolle Gespräche führen und ich sag mal, mir ist wichtig auch, dass man Tamme nicht vergisst, aber die Fußstapfen, die sind tief, die hat er sich auch selber gelegt, dass er nicht vergessen wird. Das muss man einfach so sagen. Das ist wirklich so. Und das ist schön, das freut mich. Ne? Das erfüllt mich also mit großer Freude, dass das so ist. Wenn man mit seinen Tieren zu dir kommen möchte zur Behandlung, wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man dich erreichen? Na, ich habe eine ganz normale Firma. Man findet mich ganz normal, also wenn man hier Hankenhof eingibt oder KM Hanken eingibt. Man kann also mich, ich habe jetzt mein Wohnmobil, ich habe mir vor 3,5 Jahren ein Wohnmobil geholt, weil ich eben viel auf Tour gehe. Die Hunde gehen mit, weil hier keiner ist, der tagsüber darauf aufpasst. Und mittlerweile habe ich mir das jetzt gegönnt. Seit 2 Wochen haben wir jetzt auch eine schöne Beschriftung auf dem Wohnmobil. Also wer ein bisschen die Augen aufhält, sieht uns mit Sicherheit auch durch die Lande fahren. Da steht auch meine Telefonnummer drauf. Also man kann sowohl telefonisch als auch per E-Mail kann man sich anmelden. Das ist gar kein Problem. Okay. Und das ist jetzt auch etwas, was du dir, sag ich mal so, ganz grob bis zur Rente auch weiterhin vorstellen kannst, oder? Ja, zur Rente und ganz weit darüber raus. Also ich habe gesagt, wenn ich gesund bleibe, will ich 100 werden. Also von der mütterlichen Seite aus sind da durchaus sehr viele Leute sehr alt geworden. Bin jetzt 62 und topfit und hoffe, dass das so bleibt. Und wie gesagt, ich mache Arbeit, die ich sehr, sehr gerne mache und möchte das natürlich auch weiter fortführen. Super, dann drücken wir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. In erster Linie natürlich Gesundheit und ganz viel Freude an dem Job weiterhin. Und ich bedanke mich für das wirklich sehr tolle Gespräch. Vielen Dank, Carmen Hanken. Sehr gerne und danke für die Einladung nochmal. Hat mich total gefreut. So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retro-Kosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von Hintertupfingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.